1787 wurde die erste amerikanische Verfassung verabschiedet. Im Laufe der Zeit hat sie einige Veränderungen erlebt. Der Kreis der Wahlberechtigten hat sich verändert. 1787 durften nur freie, weiße, männliche Staatsbürger über 25 mit einem Mindesteinkommen wählen. Das waren etwa 10% der Bevölkerung. Ab 1830 durften alle freien, weißen, männlichen Staatsbürger wählen. 1868 wurden alle Männer über 21 wahlberechtigt. Aber für Schwarze und Indianer gab es starke Einschränkungen. Das Wahlrecht erhielten die Frauen erst 1920, ein Jahr später als in der Weimarer Republik. Erst im Jahr 1964 wurden alle Einschränkungen bei der Wahlberechtigung aufgehoben und auch die afroamerikanische Bevölkerung war vollständig wahlberechtigt. Die Wähler wählen die Mitglieder des Kongresses, welcher aus zwei Kammern besteht. Einerseits alle zwei Jahre die Mitglieder des Repräsentantenhauses, das aus 435 Abgeordneten besteht. Andererseits für sechs Jahre die Mitglieder des Senats, der aus 100 Mitgliedern besteht, je zwei Senatoren aus jedem Staat. Die Mitglieder des Kongresses stellen die legislative Kraft dar und sind exklusiv an der Gesetzgebung der Vereinigten Staaten beteiligt. Die Wahl des Präsidenten erfolgt indirekt über sogenannte Wahlmänner. Jeder Staat entsendet Wahlmänner entsprechend seiner Größe. Derzeit sind es 535. Derjenige der Kandidaten, der die meisten Stimmen in einem Staat erhält, bekommt auch alle Wahlmännerstimmen dieses Staates. Der indirekte Wahlmodus wird häufig kritisiert, da es unter anderem möglich ist, dass ein Kandidat, der weniger Stimmen als ein anderer erhalten hat, trotzdem die Wahl gewinnen kann. Der auf vier Jahre gewählte Präsident, der einmal wiedergewählt werden kann, ist Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Armee. Der Kongress, das heißt die Legislative, und der Präsident, das heißt die Exekutive, sind strikt voneinander getrennt. Kein Mitglied der Regierung darf gleichzeitig Kongressabgeordneter sein. Ein Misstrauensvotum gegen einen amtierenden Präsidenten ist nicht möglich. Er kann nur durch ein sogenanntes Impeachment-Verfahren abgesetzt werden. Eine Amtsenthebung kann nur erfolgen, wenn Landesverrat, Bestechung oder andere schwere Verbrechen vorliegen. Die Richter des Obersten Gerichtshofes werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats auf Lebenszeit ernannt. Legislative, Exekutive und Judikative sind in den USA streng getrennt und sie kontrollieren sich gegenseitig. Dieses System der gegenseitigen Kontrolle bezeichnet man auch als Checks and Balances.